Ja, servus nochmal, auch von mir. Ich wurde ja schon vorgestellt, Tobias Matthias Peterka aus Bayreuth. Ich bin nicht mehr Kreisvorsitzender, habe ich ja abgegeben. Für den Bezirk ist ganz klar, das haben wir ja bei uns die Regel, dass wir da uns mit den Ämtern nicht überladen. Aber wie schon richtig gesagt, seit 2013 bin ich dabei. Ich habe auch den Martin kennengelernt, Martin Sichert auf der Landesverbandsgründung in Ebersberg war das, gell? Und ja, damals ging es los, vor 8,5 Jahren. Und wenn man jetzt sieht, wo wir heute sind, nach, ich sag's nochmal, 8 Jahren, dann ist es auch ein Teil der Erklärung, warum bei den anderen Parteien langsam die Panik ausbricht. Es gibt immer Unkenrufe, von der Presse sowieso, auch mal ein bisschen bei uns, aber wenn man sich zum Beispiel die Grünen anschaut, wurden 80 gegründet, 88 waren die Grünen noch nicht so weit wie wir. Wir sind deutlich schneller als die Grünen unterwegs. Ich weiß, das müssen wir auch, aber ich bin mir sicher, noch mal 8 Jahre in die Zukunft und es wird hier dank der AfD in dem Land ganz anders aussehen. Ich sehe schon hier unsere Deutschlandfahne, die Nationalfahne. Die hängt ja auch ein bisschen größer im Bundestag, steht die vorne. Aber was steht daneben? Die Europafahne von der Europäischen Union. Die wurde da auch quasi installiert. Oben auf einem Turm, auf einem von 4 Türmen, weht die auch am Reichstagsgebäude. Und ich bin optimistisch, irgendwann wird es dann nicht mehr der Fall sein. Wir haben jetzt ja unsere deutliche Forderung, Austritt aus dieser Union als AfD-Wahlprogrammsforderung, ich will sagen mit Nummer-1-Forderung, und das auch richtig, diesen Kontrapunkt zu setzen, denn die andere Meinung, die gibt es schon bei allen anderen Parteien. Und deswegen, eins dieser Plakate, die mit der Schrift, die finde ich eigentlich auch super, die Bilder haben auch was, aber die Sprüche, die sind einfach klassisch für die AfD Bayern, will ich sagen. Und das beste Plakat ist AfD, alle anderen sind grün. Das haben wir. Das haben wir in Bayreuth zum Beispiel. Da gibt es so große Tafeln, wo die Stadt alle drauf macht mit dem Kleister. Service von der Stadt Bayreuth. Da haben wir unter anderem das drauf gemacht. Schon alles gesagt, AfD, alle anderen sind grün. Und ich muss sagen, beim Wahlkampf dieses Mal, da halten Autofahrer an, geben uns halt den Daumen hoch, steigen zum Beispiel auch aus, fragen, ob sie die Leiter halten können. Also der Zuspruch ist diesmal mehr. Ich weiß nicht, ob es was aussagt, aber das ist mir echt aufgefallen, im Landkreis Bayreuth vor allem, selbst in der Stadt, ist ja eine Unistadt, gar nicht mal mehr so feindlich. Und wir wissen ja letztes Mal bei den Umfragen, was war da in Bayern? So 9% hieß es auch oder sogar noch schlechter, ich glaube 8% hieß es in Bayern. Dann waren wir die Besten im Westen mit über 12%. Und es wurde vorhin schon gesagt, es sieht für Manfred gar nicht so schlecht aus, dass der bei den derzeitigen Umfragen eben auch reinkommt. Dass wir für Bayern Baden-Württemberg, da wird es ein bisschen mit der Liste haken, aber Bayern wird ordentlich unter Umständen Leute reinschicken dürfen, weil ja der Laschet eben genau seinen Namen alle Ehre macht und jetzt wirklich komplett die Bauchlandung hinlegt. Ich habe es vorhin schon gesagt im Zwiegespräch, ich wäre mal gern Mäuschen in dem Wahlkampf Hauptquartier vom Laschet. Da wird garantiert ein bisschen rumgebrüllt und ich vermute nicht unbedingt vom Laschet. Wer weiß, ob da der Söder mal vorbeikommt oder nicht, aber die Stimmung ist auf jeden Fall in dem Wahlkampfhauptquartier ganz schön schlecht, würde ich sagen. Und auch bei der guten Frau Baerbock, die hat, glaube ich, inzwischen, wenn ich sie so im Fernsehen sehe, hat die Baerbock ein bisschen selber gemerkt, dass sie eigentlich gar nichts kann. Also vielleicht setzt sich die Überzeugung bei ihr auch ein bisschen langsam durch. Da geht die Kurve auch nach unten und wir wissen ebenfalls bei den ganzen Umfragen, die Grünen sind immer schlechter als bei den Umfragen, weil was passiert da? Man wird angerufen oder wird online gefragt, zum Teil persönlich und dann sagt man halt Grüne eben eher, weil das en vogue ist, weil man die Leute loshaben will, wie auch immer. Damit erklärt sich, dass die Grünen bisher immer schlechter waren als in Umfragen. Also
Was wird dann? Der lachende Dritte, der Scheinriese, der Einarmige unter den kompletten Krüppeln, will ich sagen. Der gute Herr Scholz macht dann Merkel 2.0. Er macht ja schon diese Plakate. Ich habe die noch gar nicht live gesehen. Sind die eigentlich ein Scherz, wo er so die Raute macht? Sind diese Plakate ein Scherz im Internet oder gibt es die wirklich? Aber er macht ja Werbung damit, quasi mindestens indirekt, dass er der geistige Nachfolger von der Merkel ist. Und das glaube ich auch. Weil was war die Merkel für eine richtige Union, CDU und CSU sowieso, war die eigentlich eine Sozialdemokratin? Die hat alles runtergekocht, alles glattgezogen, Merz rausgeekelt, mit Maßen muss erst gar nicht anfangen. Das ist keine Union mehr, wie sie jetzt, jeder kennt den Spruch, vor 20, 30 Jahren noch gab. Und deswegen, ich erinnere nochmal an das Plakat, nicht nur sind alle anderen grün, sondern alle anderen sind inzwischen ideologisch derart als Ramschware unterwegs. Ergibt es eigentlich nur die Alternative, wenn ich nicht eh ein hoffnungsloser linker Spinner bin, sage ich mal. Dann gibt es wirklich nur eine Partei, die man im demokratischen Spektrum der Bundesrepublik hier wählen kann. Und das ist nun mal die Alternative für Deutschland. Und man hat es ja, ihr habt es ja vielleicht mitgekriegt, heute Morgen ging der Wahl-O-Mat online. Ja, ich finde es erstmal gut, dass der nicht schon seit Wochen online ist, weil sonst schickt eh jeder seinen Briefwahl sofort ab. Vielleicht hat es noch ein paar zurückgehalten mit der Briefwahl. Aber was fand gleich statt? Man hat sich beschwert. Wahl-O-Mat hat nur fiese Fragen. Der spitzt alles zu und irgendwie wird man dann gezwungen, irgendwie rechte Meinungen anzuklicken. Also das würden sich halt gestandene Leute dann wundern, was am Ende rauskommt, nämlich zum Teil AfD oben oder oben mit im Spiel bei den Ergebnissen. Da wird wirklich gesagt, kann ja nicht sein, was sind das für Fragen, dass da nur rechtes Zeug bei rauskommt. Ja, es geht natürlich noch weiter. Laschet sagt ja sowieso, auch bei dem Kanzler Triell, wie das so toll hieß, die AfD, die hat zu verschwinden. Ja, das sagt ein Kanzlerkandidat, dass eine Konkurrenzpartei zu verschwinden hat. Also unglaublich, hat sich auch keiner aufgeregt, aber man muss mal überlegen, was das für eine Aussage war. Hat Honecker damals gesagt, der und der hat zu verschwinden, schickt mal eine Minna vorbei. So in der Richtung geht es wirklich, zumindest wenn es unwidersprochen bleibt. Das war wirklich eine Frechheit vom Laschet und der bringt den Spruch immer wieder. Mal drauf achten. Jetzt in Bayern, habe ich auch heute gehört, treffen sich NGOs und linke Parteien, um einen Klimarat Bayern quasi nochmal neu zu gründen. So ein bisschen gab es das schon, aber jetzt erst richtig. Und da will man dann mal auch wieder so natürlich CSU und dem ganzen rechten Pack oder so, will man da Druck machen mit einem Klimarat Bayern. Und der wird dann rekrutiert aus, man ist ja Demokrat, aus Bürgern. Von Bayern werden Bürger ausgewählt. Ja, das wird wahrscheinlich irgendwelche, ich will jetzt niemand zu nahe treten, aber Studienräte, die halt als Linke bekannt sind, wie auch immer, so wird der Klimarat dann aussehen. Da wird nicht der Manfred reingeschickt, glaube ich nicht. Mich werden die auch nicht anrufen. Und das ist dann der Klimarat Bayern. Und jeder weiß ja, auf Russisch heißt Rat Sowjet. Also so geht's halt los. Flüchtlingsräte, Klimaräte. Das ist die Richtung, in die es gehen soll. Man tut ein bisschen demokratisch, Bürger werden ausgewählt, werden hingeschickt und das ist nur knallharte Interessenvertretung, sei es jetzt Klima oder überhaupt linke Interessen. Was ganz anderes hat sich mir gezeigt bei einer Diskussion mit dem Bauernverband Kreis Bayreuth. Der war eben neulich, Diskussion eben mit Vorstand und Mitglieder konnten da als Gäste kommen, gar nicht aufgetaucht ist die Kandidatin der Grünen und die der SPD. So, aufgetaucht sind die Launert von der CSU, ich eben und der FDP-Hacker sind da eben hingefahren. Freien Wähler, die wurden auch eingeladen, die konnten ebenfalls nicht. Und, das haben da auch viele Bauern gesagt, ihren Unmut kundgetan, jetzt wollen wir mal mit den Linken, also mit den Grünen und mit der SPD, die da ja
hinterherläuft, wollen wir mal reden über die ganze Gängelei, die wir zu ertragen haben. Und dann können sie natürlich nicht. Und ich habe jetzt auch schon ein bisschen rumrecherchiert, so einen richtigen Kollisionstermin habe ich nicht gefunden. Die sind einfach nicht aufgetaucht, SPD und Grüne vor allem. Und die CSU, ja, hat nur eine Sonntagsrede gehalten. Das war unglaublich. Auf persönliche Schiene hat sie abgestellt nach dem Motto, meine Familie hatte auch einen Bauernhof gehabt. Das Gleiche auch ein bisschen der FDP-Mensch. Inhaltlich haben die nichts gesagt. Und dann kam erheblicher Zuspruch, als ich gesagt habe, an dem ganzen Problem, vor dem ihr steht, nämlich der Dampfwalze der Ideologischen aus Klimaideologie und Euro, also EU-Bürokratie, daran ist vor allem dieses Parteienkartell schuld. Da müsst ihr halt auch mal anders wählen. Also ich bin da ein bisschen aggressiv gewesen, gebe ich zu, weil zuerst saßen da halt die Mitglieder vom Bauernverband und haben mich ein bisschen skeptisch angeschaut, lag vielleicht auch am Alter. Und dann habe ich mal eben ein bisschen auch Kontra gegeben nach dem Motto, wenn ihr halt so wählt, schaut euch die CSU an etc., dann müsst ihr euch nicht wundern, wenn ihr noch die EU über den Klee lobt, was der Vorsitzende vom Bauernverband indirekt sich verpflichtet gefühlt hat anscheinend. Und dann beschwert ihr euch, dass ihr quasi inzwischen beim Staat angestellt seid. Das sind die ja, weil ich habe es denen entlockt. Die kriegen keine positive Bilanz mehr in ihren Betrieb ohne die ganzen Ausgleichszahlungen, die sogenannten von der EU und so. Und das sind ja Beihilfen, das Ausgleichszahlungen, anderes Wort eben für Beihilfen, weil der Markt schon lange nicht mehr funktioniert. Der Agrarmarkt in Europa ist ein Zombie, der wird nur simuliert durch diese Ausgleichszahlungen. Und dann habe ich mal gesagt, ist euch klar, dass ihr für den Staat arbeitet? Da haben sie geschluckt. Aber am Ende gab es auch Applaus, haben ja da auch hier und da zugestimmt bei Statements. Das ist auch vielleicht eine Sache mit den Stimmen, die dann bei der AfD dann doch landen, dass wir vielleicht noch eine positive Überraschung vor uns haben. Denn dieses ganze Kartell, Meinungskartell, das ist halt einfach eingespielt. Stichwort Unis in Bayreuth, die Uni, die Wahlen gehen da immer pro Grüne aus etc., die Uni-Wahlen, ist klar. Und Corona-Regime, das ist halt einfach, ich muss es sagen, für Deutschland wie die Faust aufs Auge. Denn was wurde geboten durch diese Corona-Panik? Ehrlich gesagt, zwei Beschäftigungen, die uns liegen. Erstens Angst haben, zweitens beim Nachbar ein bisschen den Blockwart spielen. Das muss man leider so sagen, das kam zusammen und dadurch diese ganze Geschichte. Jeder von euch wurde ja vielleicht schon mal im Supermarkt angegangen, wenn er nicht 1,50 Abstand gehalten hat oder die Maske unter der Nase hing. Das meine ich damit. Das muss man auch aussprechen. Dieses Blockwartverhalten, jetzt natürlich Linkes. Gut, damals war auch links. Aber vor allem jetzt dieses linke, wegduckende vor den staatlichen Vorschriften Blockwartverhalten. Persönlich geht mir das tierisch auf den Keks, schon immer. Und jetzt Corona zeigt das nochmal, wie in einem Spielfilm, will ich sagen. Ich will wirklich hoffen, dass das, es wurde ja jetzt gesagt, auch von manchen offiziösen Leuten, dass im Frühjahr der ganze Spuk endlich vorbei ist. Ich mache 5 Kreuze, wenn das wirklich so ist. Ich glaube es aber erst dann. Weil dieses Mittel, uns zu terrorisieren, das werden die nur aus der Hand legen, wenn es gar nicht mehr anders geht, fürchte ich. Und die Frau Merkel, das wurde vorhin schon gesagt, ganz richtig, die hat sich jetzt so ins Ziel geschleppt. Sie wirkt noch lustloser als sowieso schon. Ich glaube, die will auch jetzt wirklich mal Ruhe. Naja, sei es ihr gegönnt, es wäre schon lange Zeit gewesen, dass die Frau mal wegkommt. Und naja, Laschet, Scholz, vielleicht doch Baerbock, in welcher Konstellation auch immer, es kann ganz schön schlimm werden. Vielleicht haben wir wirklich die Linken mit ein paar Ministern am Hals in diesem Land. Aber ihr kennt die Geschichte mit dem Frosch, der langsam gekocht wird und er merkt es nicht. Vielleicht ist Rot-Rot-Grün mal eine Ochsenkur. Das stelle ich hier mal so in den Raum. Das ist ganz klar. Bevor wir uns nochmal 4 Jahre, 8 Jahre mit dem Laschet als Frosch kochen lassen, wir werden es sehen. Tatsache ist, eine starke AfD ist das Einzige, was da wirklich Kontra gibt. Denn die Lindner-FDP, die wartet nur drauf.
Und ich sehe es schon mit irgendwelchen Ausreden. Viererkoalitionen gibt es ja inzwischen vielleicht auch. Oder sie gehen dann halt eben doch in ein Linksbündnis als Mehrheitsbeschaffer, dass es stabiler wird, was weiß ich. Der Lindner hat nämlich schon richtig Lust auf einen Ministerposten, dem traue ich da null über den Weg, selbst wenn es irgendwann mit den Linken indirekt zusammengeht. Und was war mit der Wahlrechtsreform? Ja, Martin weiß es, die wurde komplett auf ein lächerliches Placebo runtergedampft. Die CSU vor allem, die hat das auch mehr oder weniger zugegeben, die CSU wollte keine Reform des Wahlrechts. Und jetzt haben wir diese Regel, jeder kennt die einschlägigen Seiten, wo das nochmal erklärt wird, drei Überhangmandate werden nicht ausgeglichen. Ja, und dann noch irgendwelche komischen Gegenrechnungen in Ländern, die eigentlich kaum was bringen. Der Bundestag wird wahrscheinlich lässig über dem jetzigen Stand sein. Er wird wahrscheinlich auch über 800 Mitglieder haben. Und die AfD, ich habe auch das mitentworfen, wir hatten einen richtigen Wahlrechtsvorschlag. Der wurde in der Presse immer ignoriert. Es stand immer Vorschlag der Opposition und dann waren es natürlich die anderen aus der Opposition, nicht wir. Unserer wurde immer totgeschwiegen. Unser Vorschlag hätte dazu geführt, 450 Leute im Bundestag, also nicht zu wenig und nicht zu viel und vor allem immer 450. Und was wäre noch drin gewesen? Wie in Bayern bei der Landtagswahl Listen, wo ich die Leute rauf und runter wählen kann. Das hätten wir, wenn man uns in Betracht gezogen hätte, hätte das das Wahlrecht werden können. Ich halte das für einen sehr guten Vorschlag. Der Albrecht Glaser hat da eben auch sehr viel dran gearbeitet in der Fraktion, wurde nie in Betracht gezogen, kaum von der Presse berichtet. Und jetzt haben wir dieses Placebo am Hals mit einem riesen Bundestag. Es gibt ja Hochrechnungen im Internet, über 1000 Leute. Da bin ich mal gespannt, wie das dann da aussieht. Da gibt es nämlich dann keine Besuchertribünen mehr. Manche hier sind ja vielleicht schon mitgefahren. Bei dem einen oder anderen haben Berlin besucht. Da gab es mal dann Besuchertribünen. Die werden wahrscheinlich alle besetzt werden müssen von den Abgeordneten, irgendwelche kleinen Treppchen nach oben gebaut. Und dann sieht es langsam wirklich aus, wie beim Volkskongress in China. Der hat nämlich, ich glaube, so 2000 Mitglieder, die natürlich nicht gewählt sind. Die werden da nur als Honoration hingeschickt. Aber trotzdem, das ist ein bisschen krass, ein bisschen zu viel. Mit Abstand das größte richtige Parlament in der freien Welt und nur weil die CSU gemeint hat, sie muss hier noch ihre Pfründe retten, sie will auf keinen Fall, dass diese tollen Überhangmandate, die sie ja gut jetzt auch noch ein paar bekommt, dass die auf jeden Fall in erhalten bleiben und der Ausgleich, den haben die auch mitgenommen, denn dadurch wurde ja auch die Union größer in der Fraktion. Was ich vielleicht noch ein bisschen sagen will, von dem Ausschuss, in dem ich bin und dem ich auch gern wieder weitermache, wenn es klappt, den halte ich nämlich für den Entscheidenden. Das ist der Rechtsausschuss natürlich, aber auch der Unterausschuss Europarecht. Da läuft nämlich rein theoretisch alles über den Tisch bei uns, was von Brüssel uns quasi als Befehl rübergeschickt wird. Verordnungen, Richtlinien, diese ganze Geschichte. Mit 70-80% des deutschen Rechts ist quasi gar nicht mehr frei im Bundestag entschieden, sondern kommt von Brüssel, von diesem Scheinparlament dort und von der Kommission, von den Kommissaren. Auch wieder so ein sozialistischer Ausdruck, der da nicht zufällig gewählt wurde. Kommission in Brüssel entscheidet eben viel mehr als das Parlament und natürlich noch der Rat der Regierungschefs, ist ganz klar. Merkel etc., die treffen sich mit der Kommission zusammen. Und was die entschieden haben, kann selbst das Europäische Parlament nicht mehr aufhalten. Da will die von der Leyen ein bisschen was ändern. Ich glaube es erst, wenn es soweit ist. Scheinparlament, die können gar nichts machen, außer abnicken. Was aber noch peinlicher ist, die nationalen Parlamente, die können noch weniger tun. Die dürfen nämlich nur abnicken. Die bekommen quasi den Schriftsatz, also ja, oft nur auf Englisch, bekommen wir auf den Tisch, 3 Tage vorher, vor der Sitzung, und dann nehmt mal Stellung. Was sagt ihr dazu? Dann darf ich da mein Sprüchlein absagen.
Die anderen Parteien sagen auch manchmal was oder meistens auch nichts, weil es ihnen eh egal ist. Und sie haben leider zum Teil recht, denn wir können nichts machen. Wir können diese ganzen Richtlinien, ich kann die jetzt gar nicht alle aufführen, da würde ich hier zu lang stehen, können wir nicht aufhalten. Wir können nichts dagegen tun. Wir dürfen noch quasi diese Sprüche abdrücken. Manchmal kommt es dann noch ins Plenum, aber auch nicht immer. Da wird dann zum Teil scheindiskutiert. Jeder kennt das mit dem Upload-Filter. Da muss ich doch noch ein Beispiel bringen. Upload-Filter im Internet, das quasi YouTube rausfiltern muss, das ist jetzt dann Rechtslage. Ja. Es gab ja einen Riesenaufstand vor 2 Jahren mit Demos in Berlin. Dann kam die Union, ja, wir setzen das nicht zwingend um, wir machen da eine softe Lösung. Ihr werdet schon sehen, wir setzen diese Richtlinie aus Brüssel ganz entspannt um. Wir machen keinen Upload-Filter für irgendwelche kritischen YouTube-Kanäle und so. Die trifft es ja dann vor allem. Und was war jetzt? Kam auch kaum in der Presse. Umgesetzt wurde es trotzdem mit Upload-Filter vor ein paar Monaten. Ist jetzt Rechtslage, keiner hat es mitgekriegt, die Presse berichtet nicht. So läuft es nämlich immer bei der EU. Immer ein Schräubchen mehr, ein Nagel mehr rein in die Unselbstständigkeit Deutschlands. Und Frau von der Leyen gibt es sogar zu. Es gibt inzwischen Interviews, da lässt sie es mal raus. Sie will eine europäische Vollvereinigung, dass Deutschland nur noch ein Bundesstaat wird, wie bei den USA zum Beispiel, unselbstständige Bundesstaaten und eine Pseudonation EU. Das lehnen wir jetzt auch mit unserem neuen Programm entschieden ab, weil so geht's nicht. Wenn Frau von der Leyen das schon sagt, dann können wir es auch mal wirklich so in unser Programm schreiben. Es gab nämlich Kritik, ich weiß, es geht den Leuten nicht so runter, da kriegen wir Kontra am Wahlstand. Ich kann es in Bayreuth nicht wirklich bestätigen. Der eine oder andere kommt und sagt, ja, ihr wollt ja alles auf Null, Grenzen hoch, 30-jähriger Krieg, was auch immer. Aber das sind die sowieso rumgemeckert haben. Ich sehe eigentlich nicht, dass irgendwelche abwägenden Leute oder AfD-Anhänger das so kritisch sehen. Das glaube ich nicht. Und vor allem die EWG, so was Ähnliches, Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, die können wir dann immer noch wieder neu gründen. Aber es ist so, vorhin wurde das Beispiel mit einem PC gebracht, der neu aufgesetzt gehört, weil er komplett verramscht ist. So ist es auch. Wir kriegen die EU nicht reformiert. Bitte platt machen, dann was Neues gründen, vielleicht mit Dänemark, Österreich. Schauen wir mal. Auf jeden Fall so was Ähnliches wie die EWG neu gründen. Das geht nicht durch Reform, das geht nur mit einem klaren Reset. Die AfD steht als einziges, und ich habe es auch auf meine Plakate geschrieben in Bayreuth, als einzige Partei und als einziges Programm gilt bei uns Rechtsstaat statt Ideologie. Die anderen, vor allem links natürlich und die getriebene Union, machen nur nach Geschmack, nach Gusto, passt es der linken Blase, in München heißt es, glaube ich, Cappuccino-Blase, passt es denen und der Presse natürlich, diese Blase muss bedient werden. Ob es jetzt dem Land was bringt oder legal ist, Stichwort Asylrecht, das ist dann vollkommen zweitrangig. Zum Beispiel im WDR kam jetzt gestern, glaube ich, bei Quarks und Co., dieses Wissenschaftsmagazin, habe ich früher sehr gern geguckt, da haben die anscheinend analysiert, welche Partei ist denn am klimafreundlichsten mit ihren Forderungen, was da am konsequentesten. Und dann anscheinend, ich meine, wir waren Platz 6, ist ja klar, aber anscheinend war die FDP auf Platz 1. Ja, und Grüne nur 2 oder so. Und dann wurde die FDP aber runtergedimmt, weil die irgendwie die Stromkosten nicht berechnet hätten. Also es wäre irgendwie nicht stimmig, weil die Stromkosten wurden außen vor gelassen, deswegen FDP runter, kurz vor AfD. Und das ist halt diese linke Journalienblase, was nicht passt, wird passend gemacht. Ich hoffe nur, es fällt immer mehr Bürgern auf, weil so dreist lügen wird irgendwann ein bisschen peinlich und geht dann auch nach hinten los. Vor dem Hintergrund freut es mich übrigens sehr, ich gucke es inzwischen rauf und runter, muss ich sagen, freut es mich sehr, dass es inzwischen Bild TV gibt. Ja, die sind nicht mehr nur im Internet, die sind wirklich auf dieser N24-Sendelizenz.
Bild-TV. Fast den ganzen Tag, nicht ganz, aber immer wieder senden die was. Und da werden ganz schön harte Fragen gestellt. Das muss man sagen. Kein Vergleich zu sonstiger Medienlandschaft in Deutschland. Ich habe auch gesehen, Laschet haben sie gehabt, die Baerbock nicht und den Scholz. Bei manchen Fragen mussten die echt schlucken, um noch nett zu antworten, weil sie das nicht gewohnt sind. Weil da wurde halt wirklich gefragt, ja, Herr Laschet, haben Sie es jetzt komplett an die Wand gefahren? Haben Sie es jetzt persönlich komplett versagt? Was sagen Sie dazu? Solche Fragen, ein bisschen deutsches Fox News, das schadet uns gar nichts. Denn bei unserer zahmen Medienlandschaft, da kommt immer einer ungeschoren davon, nämlich der linke Kandidat, die linke Blase, und auf die Rechten wird eingedroschen. Und das ändert sich vielleicht ein bisschen mit Bild-TV. Ich kriege da kein Geld für, aber es ist wirklich sehr erfrischend. Kein Vergleich eben zu bisherigem. Noch ganz kurz, Strafverfahren der EU gegen Deutschland läuft. Artikel 7-Verfahren wird auch kaum berichtet. Wir sind jetzt auch im Club der bösen Buben wie ja, Ungarn, Polen. Warum? Weil wir quasi auch gegen Verträge verstoßen haben und irgendwie gegen die EU sind. So mehr oder weniger wird es auch in die Richtung begründet. Warum? Weil eben das Bundesverfassungsgericht sich die Frechheit rausgenommen hat, die deutsche Verfassung, das Grundgesetz zu verteidigen, mit dem Argument, Achtung, EU, Kommission, ihr überschreitet euer Mandat bei was? Bei der Geldpolitik. Ihr macht jetzt Wirtschaftspolitik durch diese ganzen Corona-Rettung, dieser ganze Käse. Und vorher diese ganzen Umverteilungen in den Süden hat das Verfassungsgericht schon immer, wenn man sich's anschaut, halbwegs kritisch begleitet. Aber immer in den Urteilen hat das deutsche Verfassungsgericht gesagt, ja, ihr wisst schon, was ihr tut, macht mal weiter. So haben sie die Hacken zusammengeschlagen vor der Union. Jetzt nicht mehr. Es wurde ja gesagt, der Bundestag muss jetzt darauf hinwirken, dass die EZB das genauer darlegt, warum sie jetzt noch mehr Geld in den Süden pumpt, kurz gesagt. Weil es ist jetzt langsam Wirtschaftspolitik. Und das ist verboten nach Vertragslage. Darf die Europäische Union nicht. Sie darf nur Geldpolitik betreiben. Und was kam dann raus? Na, Deutschland, Riesenfrechheit. Jetzt kriegst du ein Artikel 7-Verfahren, weil du gegen die Unionstreue, kann man sagen, verstoßen hast. Das muss man sich mal überlegen. Das deutsche Bundesverfassungsgericht wird angegriffen, weil es die deutsche Verfassung verteidigt. Das ist im Endeffekt deutlich krasser als bei Polen oder Ungarn, weil dort handelt nämlich die Regierung, die Exekutive. Bei uns handelt nicht mal die, es handelt eine unabhängige Judikative, ein Gericht. Was sagt dazu die Kommission? Ist uns egal, das ist alles irgendwie Deutschland. Zack, Verfahren drauf. Kommt es in der Presse? Wird es in Frage gestellt? Nö. Irgendwo mal auf fokus.de kam natürlich der Bericht, ja, das Verfahren läuft, aber dieser krasse Umstand, dass hier eine unabhängige Justiz quasi der deutschen Regierung zugerechnet wird, weil das Verfahren richtet sich normalerweise gegen Regierungen. Das kommt nirgends so raus. Das ist einfach normal. Im verrückten EU-Land, da darf die Kommission alles, sie darf auch unabhängige Gerichte angreifen. Da müssen wir einen Riegel vorschieben. So war die Union nie gedacht. Freie Wirtschaft, freier Warenverkehr, Friede auf dem Kontinent, natürlich. Aber dieser Superstaat, der sich nicht mal an die eigenen Verträge hält und wirklich wie ein Sowjetrat, wie eine Kommission mit Kommissaren uns regieren will, da müssen wir noch mehr Leuten die Augen öffnen. Es ist noch nicht alles getan, aber wir sind auf einem guten Weg. Und auch mit dieser Wahl, mit dem Manfred hier, mit Martin, mir, sind wir, glaube ich, bereit, da noch richtig Gas zu geben. Denn die AfD steht erst am Anfang. Denkt an die Gleichung, nochmal 8 Jahre und das Land hier sieht ganz anders aus. Vielen Dank.